Willkommen zum Zürich Info. Sie ist der ganze Stolz der Swiss-Flotte, die nickel-nagel-neue Boeing 777. Am Sonntag ist die Maschine zum ersten Mal mit rund 340 Passagieren in Richtung New York abgehoben. Das war der erste kommerzielle interkontinentale Flug. Mit dabei ganz viele Fans, ein begeisterter Chefpilot und unser Reporter Nico Nabholz. Über dem Boden in der neuen Boeing 777. Schon anderthalb Stunden vor dem Start ist das neue Flaggschiff von der Swiss gebührend gefeiert worden. Direkt am Gate, wo die Leute noch einsteigen, gibt es ein Apéro mit Champagner und Häppchen.